Soddele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, schillingruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die in der Edenout-Mod. Freut mich, dass du dich eingeschaltet hast. So, Technobike ist jetzt gleich fertig. Zement läuft, Stahl läuft. Wir haben hier noch ein kleines Experiment, ne? Wir haben ja Sink with Water. Siehe da, es funktioniert. Wir machen das jetzt nochmal. Das Ding ist leer, wenn ich so habe. Rot geht nicht, ne? Lassen wir den da drin stehen. Sollte es eigentlich funktionieren. Hat ja gerade auch, ne? Gucken wir mal, was das gibt. So, ich lasse das Moped, lasse ich jetzt mal da drin. Wir nehmen das Technobike mit. Das können wir sowieso nicht hier brauchen, hier oben. Benzin haben wir gar keins mehr, ne? Autoelektrik, nein. Ein Benzin. Das heißt, wir haben eh 16.30 Uhr. Wir tigern jetzt ein bisschen bei uns durch die Stadt hier zu Fuß. Und gucken mal, was wir so erlegen können. Und sammeln ein bisschen Benzin und dann tun wir morgen früh rüberfahren in die Wüste und da ein bisschen Ölschiefer und Co. sammeln, so dass wir mal ein bisschen vorwärts kommen, ne? Dass wir mehr Benzin kriegen, dann müssen wir ja sowieso noch, wir müssen noch Nitrat sammeln, wir müssen Kohle sammeln, damit wir Schießpulver machen können für die Rohrbomben und Co. Da müssen wir auch noch ein bisschen abändern. Also wir haben einiges zu tun, wie du siehst. Aber erstmal können wir hier wieder rumwuseln. Ah ja, ich bin gespannt. Aber dann scheint das echt ein Bug zu sein. Keine Ahnung, warum das funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber ich habe nichts dagegen. Ich habe echt nichts dagegen. Ach, das ist ein Loch hier. Ich wollte gerade sagen, wer wuselt denn da hinten rum? Ja, jetzt haben wir nur ein Problem. Hier gibt es keine Autos mehr. Wir haben alles abgebaut. Das wäre gut, ne? Ede. Holen wir uns ein bisschen Benzin hier. Kein Problem. So, da ist schon mal einmal Kleber. Den können wir auch mal gebrauchen. Hier kriegen wir wenigstens was raus. So. Wenn uns irgendwie eine Spinne oder ein Salamander entgegenkommt, hier erschießen wir sie mit unserem Akkuschrauber. Kein Problem. Wäre gelacht, wenn die was von uns wollen würden. Oh, jetzt bin ich wieder, ne? Ich bin wieder total in der anderen Mod. Jetzt bin ich wieder voll in im 28 Alpha Slater-Modus hier. Wo du 3 Meter sprintest und keine Ausdauer mehr hast. Hier sind wir schon voll durchgeskillt. Und können wuseln wie die Verrückten, ne? Kein Problem. Da war ein Hühnchen. Ich hab's genau gesehen. Das böse Hühnchen. Evil Chicken. Evil Chicken McNugget hier. Tools Diggest und Vehicle Adventures. Sehr gut. Übrigens, ich habe auch gesehen, wir können Kit bauen. Können wir gleich auch mal machen. Dann haben wir den auch schon mal gezeigt. Machen wir gleich. So. Zack. Kann ich das hier auch klein machen? Nein. Schade. Aber okay. So, wie viel Benzin haben wir denn jetzt? 700. Das ist nicht die Welt. Wir sammeln noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel in das Technobike reinpasst. Müssen wir dann gucken. Kann ja sein, dass das wieder irgendwie 10.000 sammelt, ne? An Benzin. Manche haben ja echt viel, manche haben gar nichts. Gucken wir einfach. Ja, ich weiß. Ah, schon wieder eins. Nice. Das bringt's echt voll, wenn man das auf 5 skillt. Hallo, Hasi. So, sollen wir mal hinstellen? Können wir mal gucken. Ich sag ja, das ist so dieses Ding von Tron, ne? Es fängt auch wieder an so. Guck mal, es zittert leicht, ne? Gucken wir mal. So, reingetankt. Guck. 1300. Und wir haben 13%. Okay. Geräusche macht es schon mal wie ein großer. Das muss man sagen. Scrapyard, was ist da? Ach, die sind alle kaputt, ne? Jo. Da können wir noch ein bisschen. Das ist ja lustig, ey, was das für Geräusche macht. Was das für Geräusche macht. Ich sag ja, wie so ein großer. Hm, mal gucken, wie Kit gleich ist. So. Also ich muss sagen, jetzt haben wir es gezeigt, ne? Schreib doch mal in die Kommentare, was du von dem Technobike gehältst. Sieht ganz witzig aus. Aber ich muss sagen,
Bisher hat mich noch kein Motorrad überzeugt, außer das Standardmotorrad. Die machen alle irgendwie mehr Krach, als dass sie schnell fahren. Dankeschön, jawohl. Da liegt übrigens noch Loot. Nein, ich will den Loot. Gib her. So. Mann, Mann, Mann. Ja, genau, jetzt, weißt du. Ich stehe daneben im Motorrad. Da passiert nichts. Und wenn ich den Lootsack aufhebe, kommt der Zombie gerannt. Mein Loot, Flossen weg. So, ne? Ich glaube, mein Schwein pfeift, ey. Ach, hau ab. Oder auch nicht. Guck, der Zombie hatte keinen Bock mehr. Er hat sich selber in die Spikes gestürzt. Liegt das daran, dass ich keine Mods da drin habe? Oder ist das so langsam? Kann ich denn hier wenigstens schnell bremsen? Bremsen tut's gut. Das muss man sagen. Okay. So, da ist auch wieder ein bisschen drin. Der wird voll sein. Klar, was sonst? 280 Gläser Wasser. Das ist echt. Uff. So. Aber das ist halt das Schöne an der Mod, ne? Es gibt alles hier drin. Wem das nicht, ne? Wem das nicht gefällt, dass man in kürzester Zeit so viel Wasser hat, der benutzt es nicht. Und wem es gefällt, der benutzt es halt. Das ist ja das Geile. So, da ist das alles. Jetzt habe ich natürlich noch die ganzen Sachen hier drin. Die sind immer noch dran. Genau. Wo hatte ich den gefunden? Ich glaube hier, ne? Guck hier, Kit. Sehr gut. Kit, Body Kit, dann ist der fertig, oder? Nee. Hm. Was brauchen wir denn alles dafür? Müssen die doch schon bauen können, oder? Kit Sitze, Scheinwerfer. Ah, wir brauchen nochmal Kit Sitze. Guck mal. Dann tun wir jetzt erstmal hier Kit Sitze machen. Die dauern 17 Sekunden, das geht ja schnell. Dann können wir mal die ersten Kommentare lesen. Zum Beispiel von Mamika. Die schreibt, Kleber und Klebeband fehlt in deiner Kiste. Und dann schreibt sie noch, haha, Edel nackt durch die Welt. Supi cool. Schönes Wochenende allen. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Und ja, das war lustig, ne? So, hebst du mich mal die Kit-Sitze. Dann kann ich jetzt das Kit-Body-Kit machen. Mach mal. So. Ich glaube, wir brauchen 4 Stück hiervon, ne? Können aber nur 3 machen. Okay, dann können wir noch keinen Kit machen. Wir brauchen noch Räder. Aber die finden wir auch noch. Können wir den Booster machen? Einen Booster können wir machen. So, 3 Räder. Uns fehlen, glaube ich, ja, einmal Räder fehlen uns. Dann haben wir's. Und fürs Kitrad brauchen wir noch 2 Räder so. Kann ich denn ein Rad so bauen? So, also ein Kitrad braucht... Ja, genau, hier, guck. Machst du auch noch 2. So, dann hätten wir das. Geht ja schnell. Alles kein Problem hier. Alles kein Problem bei uns. Easy peasy, so sieht's aus. So, gib mir das. Rein da, rein da. Dankeschön, den auch. Werkbank. Bisschen Essen. Samen da oben. Bup, bup, bup. Nochmal Samen. Oh, ein Ei. Das ist ein Ei der Vergeltung hier. So, der Kleber muss hier in die Werkbank. Dahin. Essen. Das Ei muss hier hin. So, wunderbar. Apropos Essen, können wir auch mal essen hier das Omelette, dann ist es weg. So, gib her, gib her, gib her, gib her. Haben wir das alles? Dankeschön. Dann fehlt das Kitrad noch hier. Das dauert... Die dauern natürlich 50 Sekunden, ne? Klar. Captain 86er schreibt, hey Edo und alle Edonauten, war eine klasse Folge. FKK auf dem Moped, hab mich schlapp gelacht. Liebe Grüße an alle. Gruß zurück und habe ich mein Ziel auch erreicht, ne? Wenn ihr euch alle kaputt gelacht habt dadurch. Echt lustig. Echt lustig. Gut gemacht, Ede. So, 30 Sekunden. Das wird schon. Oliver schreibt, hallo an alle. Cliff Rider schreibt, wenn du die Pflanzen mit der Hand aberntest, bleiben die Setzlinge stehen. War früher jedenfalls so. Können wir beim nächsten Mal dann ausprobieren. So, ich bin jetzt neugierig. Ich muss gucken.
Ganz klein. Ja, ganz langsam geht das, aber es geht. Gucken wir mal, wenn wir gleich wiederkommen. Da haben wir eh schon wieder 1946. So. Gibst du her? Ich kann nicht mehr. Danke dafür. Her mit dem Kitrad. Dann haben wir das Bodykit. Ein Teil, das zur Fertigung von Kit verwendet wird. Okay. Wir haben vier Räder und wir haben den Booster. So, die Frage ist, können wir dann wirklich das ganze Auto bauen? Müssten wir eigentlich, oder? Sind die vielleicht hier drin? Sind die vielleicht hier drin bei den Fahrzeugen? Tragschrauber, da sehe ich den Ede. So, hier ist er nämlich nicht drin, oder? Schoolbus, Schoolbus, Hennessy, 4x4 Truck, 4x4 Truck. Motorrad ist das ganze Zeug. Es sind ja einige, die du so bauen kannst, ne? Okay, den können wir auch bauen. Interessant. Wir müssen unbedingt mal den Rollstuhl bauen. Das wird lustig. So, wie kann ich das jetzt zusammenbauen? Rezept, Kit. Fertigen. 20 mal Farbe schwarz. Wo soll ich die denn herkriegen? Haben wir Farbe hier? Ich glaube nicht, dass wir die haben. 90. Was kann ich denn daraus machen? Rezepte, färben schwarz. 50. Das heißt, wir brauchen 1000 Farbe. Jede Porträt. Nein, wir wollen kein Porträt von mir. Auf keinen Fall. So, Leute, ich will euch das zeigen. Ihr kennt mich, das dauert jetzt 300 Jahre. Nehmen wir jetzt mal schwarz hier raus, ja. So, färben schwarz. Den hier, ne? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es ist nur Farbe, ja. Es ist nur Farbe. Rezepte, Kit. Fertigen. 17 Sekunden. Haha. Dafür schmeiße ich die schon mal weg. Und nach werden wir die ganze Farbe auch da wegschmeißen. Das ist wieder aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was das gibt. Da. Juhu. Sehr gut. Passt. Perfekt. Aber nicht hier drin. So, 20, 37. Jetzt kriegen wir nur das Benzin nicht mehr da raus, ne? Das ist doof. Das ist doof. Wie geil. Das gefällt mir schon eher. Okay, der fährt ohne Benzin? Warum fährt der ohne Benzin? Verstehe ich nicht, ne? Aber okay. Ja, nice. Nice. Kann ich hier irgendwie Benzin rausholen? Nein. Okay, was für eine Hupe hat der? Können wir Licht anmachen? Können wir. Geil. Ein Mann und sein Auto. Ja. Wie geil. Sehr schön. Gefällt mir. Super. So, dann gehen wir wieder nach unten. Das liegt auch noch hier rum. Ist da noch was drin, zufälligerweise? Nein. Wenn du hupst. Okay. Wird fast komplett hoch. Gut, hier ist alles, da fängt die Wüste an, ne? Hier waren die zwei Gebäude. Da müssen wir gucken, wo hier irgendwo Ölschiefer ist. Würde sagen, dann gehen wir einfach mal hier so irgendwo hin, weil das Weiße, das könnte auch schon Nitrat sein. Schauen wir einfach mal. Aber noch nicht, das ist da wunderschön hingemacht, ne? Da wollen wir hin. 1,1 Kilometer. Ich mache jetzt mal eine kurze Pause hier. Warte die Nacht ab. Kann das alles noch ein bisschen durchlaufen. Ihr seid fertig. Ihr seid fertig. Sehr gut. Und dann fahren wir morgen früh zusammen dahin und sammeln ein bisschen Ölschiefer und so. Ja, bis gleich. So, 4 Uhr. Auf geht's zum Ölschiefer. Bin nur mal gespannt, ob wir hier lebend durchkommen. Ich versuche möglichst lang auf den Straßen zu bleiben. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum der ohne Benzin fährt. Finde ich interessant. Aber Knight Rider ist auch ein spezielles Auto, ne? Müssen wir ganz ehrlich sagen.
Deswegen lasse ich dem das nochmal durchgehen. 20.000 Hitpoints hat der, okay. Wer weiß, wie schnell der ist, wenn der Benzin hat. Oh nein, da ist der Moppel hier. Moppelchen ist da. Oh Gott. Na, guck mal. Er ist bestimmt nochmal eine ganze Ecke schneller, wenn er Benzin hat. Da taucht einfach so ein Einkaufswagen vor uns auf. Geil. Was passiert hier? Achtung. Turbo Boost. Aber guck dir das mal an. 500 Schaden von einem Zombie. Das ist halt einfach total übertrieben, ne? Der Schaden ist echt übertrieben. Tut mir leid. Aber sowas von. So. Zack. Muss ich mal sagen, was ist das hier? Öffnen, fahren, aufschließen, reparieren, Code eingeben. Okay. Nachtanken. 0%. So. Also ich persönlich finde hier Kit finde ich besser als das Technobike. Muss ich sagen. Das haben wir beide gesehen. Müssen wir uns demnächst dran machen, wenn wir die Bücher zusammen haben, die ganzen anderen Fahrzeuge zu bauen, dass wir die mal alle sehen und vorstellen können. So, bald noch eine Garage bauen für die ganzen Fahrzeuge. Alter, schon 1000 Hitpoints weg. Aber man muss sagen, schon mal ein großer Pluspunkt, dass das Auto sauber funktioniert hier und nicht irgendwie wie so ein Flummi durch die Gegend fliegt, ne? So, wir sind da. Was willst du? Halt den Rand. Nein, geh weg. Ich bin noch keinen Meter in der Wüste, schon steigen die Geier auf hier. Willst du mich veräppeln? Echt cool. Guck's dir an hier. Alles voll. Weg mit euch. Aber ganz schnell. Da komme ich nicht dran, ne? That's the problem. Mistviecher. So, das brauchen wir. Ich habe natürlich keinen Kaffee mitgenommen, ne? Wir haben nur unsere 300 Wasser dabei. Ah, Edelei. Ede. Mann. Was man nicht im Kopf hat, hat man in der Beine. Schlimm. So, hier verdienst du immer noch ganz schön Ausdauer, muss ich sagen. Da könnten wir eigentlich mal reinskillen, ne? Oder haben wir das jetzt komplett... Ah, ist beides voll. Okay, alles klar. So, ach, das war hier, ne? Weil wir hier nichts mehr drin haben. Ich vergesse das immer. Da siehst du mal, wie schnell du dich daran gewöhnst, ne? Block Damage decreased the damage you receive through falling blocks by 7%. Okay. Ah, dann ist es halt so. Wir werden es überleben. Wir können auch mal ohne. Hier waren wir, glaube ich, noch irgendwo dran, ne? Genau, hier eiserner Magen. Dann ist der auch auf Maximum. Oder machen wir es einfach gut isoliert, dass uns die Hitze und so weiter nicht mehr so viel ausmacht. Fertig. So. Wo ist das Nitrat? Das wird hier ganz schön fad. Ich buddel mal ein bisschen. So, 10.000 Nitrat schon mal zusammengeklöppelt. Ich denke, das reicht. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier hochkommen. Ein bisschen Sand können wir ja auch noch mitnehmen hier. Ist ja alles kein Problem. Können wir auch immer gut gebrauchen. Ach, da kommen sie schon wieder. Die einarmigen Banditen hier. Und dann tun wir jetzt einfach ein bisschen die Wüste erkunden und schauen, dass wir irgendwo noch Ölschiefer finden. Ich würde gern hier raus. Geht das irgendwann, irgendwie, irgendwo? Ah, zum Beispiel da. Oh, hallo grüner Salamander. Warum steht der da und macht Geräusche? Naja, nicht mein Problem. Komm, wir fahren. Gucken wir mal, was es sonst noch so in der Wüste gibt. Hast dich wohl ein bisschen verfranst, wa? Und dann suchen wir mal ein bisschen Ölschiefer hier. Kohle brauchen wir jetzt auch noch, aber... ob wir die hier finden? Wer weiß. Kit ist auf jeden Fall schon mal geil. Kit gefällt mir. Guck mal, das Gebäude da, das können wir uns angucken. Kann vielleicht irgendwie an dem X tust du gucken, ne? Ich wollte gerade sagen,
Kann man vielleicht irgendwie Turbo Boost anmachen hier? Das würde mich mal interessieren. Dass es noch irgendwie so F gibt statt Lampe Turbo Boost oder so. Das wäre mega. Ich würde mich so kaputt lachen. Und dann wirklich so in einer Sekunde durch die ganze Wüste. Aber dann würdest du wahrscheinlich wieder nur wie ein Flummi durch die Gegend fliegen, wetten wir? Irgendwie so. So, was hier drin? Federn! Da. Ranger Station Foxtrot, okay. Da ist wieder der Käse. Hallo Hühnchen. Jemand da drin? Nein. Alter, meinst du, was das stinkt? Meinst du, was das stinkt, das Dixie-Klo? Wenn das seit Jahren da rumsteht. Geh weg. Kommt man hier raus? Alter, erschreck mich doch nicht so. Kommt der da angerast? Der verstrahlte Kermit. Und womit haben wir die meisten Probleme? Mit dem Pleitegeier. Mit dem stinknormalen Pleitegeier, weißt du? Mann. Was soll das? Ich glaube, es hackt. Alter Falter. So, der liegt da unten. Alles auf einmal wieder hier, ne? Mhm. Ja gut, bisschen klein für eine Base, ne? Dankeschön, was ist das denn? Robotikdrohne Frachtmod. Stimmt, die müssen wir auch noch machen, ne? Die kann ja auch was Besonderes. Für alle, die sie noch nicht gebaut haben oder gefunden haben. Die kann was ganz Besonderes. Wenn ich mich noch recht daran erinnere, was Sascha erzählt hat, werden wir dann sehen. Gucken, was da rauskommt. Mechanische Teile, yay. Aber da liegt ein Rucksack. Den hätte ich gern. Dankeschön. Die bewachen mein Auto. Guck's dir an. Geh weg, Spinli. Das ist meins. Nichts für dich. Tschüss. So, da hinten ist wieder Wasteland, wenn ich das richtig sehe. Gucken wir mal. Gibt es überhaupt eine Stadt in der Wüste? Weil ich hier absolut nichts sehe. Da ist so ein Turm, da könnte eine große Stadt im Wasteland sein. Ja, das sieht mir nach einer größeren Stadt aus, aber die lassen wir mal in Ruhe dann. Guck mal, da ist ein Lager. Die Klappe. Aber fällt dir was auf? Wir haben hier nirgends Ölschiefer, ne? Nirgends. Doch, da ist einer. Da war einer gerade. Das ist Eisen, aber echt wenig, muss ich sagen. Bisher noch nicht wirklich viel gefunden. Das ist hier so ein Überlebendenlager, so sieht das aus. Ach komm, geh weg, blöder Geier. Was willst du denn? Hä? Was willst du? Aufs Maul willst du, ne? Ja, du auch. Dankeschön. Und du hier, ne? Oh Mann, ey. Ich will doch nur Ölschiefer suchen. Geh weg. Schlimm hier. Bekloppt, ne? In den Bergen finden wir bestimmt keins. Fahren wir mal einfach so hier rum. Wir können ja fahren, wie wir wollen. Wir haben kein Problem mit Benzin haben, lustigerweise. Aber wie gesagt, es ist halt ein spezielles Auto, ne? So. Du. Komm, wo ist Ölschiefer hier? I need Ölschiefer. Da wird's schon wieder grün? Ist das so klein? Oder wo ist das? Da ist Ölschiefer. Aus 25 Kilometer Entfernung kommen die Geier. Dein Ernst? Komm her. Du auch noch? Ich sehe schon wieder einen Airdrop da hinten. Den habe ich übrigens auch mal wieder nicht ausgestellt. Ich vergesse es jedes Mal. Jedes Mal. Schlimm. So, wieder ein bisschen Buddel-Action. Da
Das war knapp, oder? Ui, komm, sammeln wir den Rest noch zusammen. Hast du gesehen? Ein Hit, 100 Life weg. Also die hauen noch ganz schön rein, du. Ich glaube, da nützt auch die schwere Rüstung nichts. Lieber BSE. Kannst ja mal austesten. Ja, einfach in einem Testspielstand schwere Rüstung nehmen. Und voll ausskillen. Mal gucken, wie viel Schaden man dann bekommt. Ah, die haben es echt drauf, du. Die schlagen ganz schöne Kellen. So, komm her. 2 Stück. Dankeschön. Wir sind ja jetzt auch bei guten 10.000. Jawohl, sauber 10.000. Sollen wir den noch zerlegen hier? Komm, wir zerlegen ihn. Da haben wir noch ein bisschen dabei, ne? Ei. So. Dann haben wir jetzt 10.000 Nitrat. Wir haben 10.000 Ölschiefer. Und der Rest ist mir gerade egal. Den müssen wir dann bei uns noch irgendwo suchen. Kohle. Okay, da kommen wir nicht ganz ran. Zack, wunderbar. Gibst du mich stehen? Hauen die eine Kelle. War schon eine Spinne. Gucken wir mal hier das Grüne an, was da so los ist. Und wir können schon mal wieder. Da ist ein See in der Wüste. Okay. Da müssen wir hin. Das will ich schon mal wieder markieren. Mann, ey, wie du wieder an jedem Krümel hängen bleibst hier. Wird echt Zeit für einen Hubschrauber. Das ist halt unschlagbar, ne? Deswegen ist der Hubschrauber unschlagbar gegenüber jedem Fahrzeug. Du kannst einfach drüber fliegen und musst nicht immer zickzack fahren. Was ist denn das bitte für... Alter, was ist denn das bitte für ein See hier? Guck dir das mal an. Muss ich echt komplett da hinten rumfahren? Weil hier überall Fluss ist oder so, ne? So sieht das aus. Und was für ein Fluss? Ja, du bist mir egal. Du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Guck dir das mal an hier. Wir haben schon 5000 Hitpoints verloren, ey. Das ist unglaublich. Aber ich fahre auch wie eine gesenkte Sau. Sehr schön. Wo ist eigentlich hier der LKW, der auf der Straße fährt, da? Und wo wir hinten blub blub reinfahren? Hm? Ah ja, genau, die Geschichte, die kennen wir, ne? Jeden beschissenen Holzstumpf kann ich umfahren, nur an diesem einen bleibe ich hängen. Da ist auch überall Ölschiefer, perfekt. Guck da, der Salamander sonnt sich. Dem ist warm, deswegen lässt er die Zunge raushängen. Boah, ne? Scheiß, ey. Er labert wieder eine Grütze. So, dich lasse ich in Ruhe. Dich will ich nicht. Ach, ist das schön. Ist das schön. I'm so excited. Ne? Hui. Aber merkst du was? Die hier erst kurz vor dir auftauchen, ne? Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie viel Benzin hier reinpasst. Keine Ahnung. Wir müssen jetzt sowieso erstmal neu machen. 14.400. Wir müssen noch reparieren. 14.100. Gibt aber EP. Hallo Bam Bam. 13.700. Alter, ich krieg das Ding auch kaputt. Testen wir mal. So, 600 Meter noch, dann sind wir zu Hause, Gott sei Dank. Da wird es schon wieder grün. Irgendwelche Zombies da? Kommt mal her. Ah, da wurde doch wer wach, aber der ist rumgekrabbelt. Hallo Hundi. Kommst mit? Na guck mal, ist schon mal gut zu wissen. Achtung. TIE Fighter umgemäht.
Sehr gut. Also wir können hier von der Straße von uns aus direkt bis in die Wüste fahren. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann müssen wir nicht querfeldein hier. Man sieht's, ne? Richtig easy peasy. So, jetzt haben wir schon, was haben wir schon? Den Chopper haben wir gekauft, das Minibike haben wir gebaut, das Technobike haben wir gebaut, das gefällt mir gar nicht persönlich. Kit haben wir jetzt, wenn ich den einmal repariere, zack, ist er wieder voll, sehr gut. So, wir können gucken. Okay, wieso laufe ich jetzt da durch? Hier runter, so rum. Dankeschön. So. Mann, was denn da los, du? Was denn da los? Zack, hier ran. Benzinkanister, nehmen wir mal die Stapel hier. 5 Stück. Jawohl. Sehr gut. Dauert ja nicht so lange, ne? 83 Kleber, ne? 25 Minuten, das geht. So, jetzt haben wir ja auch mal Kleber. Weg mit dem Zeug. Weg mit dem Zeug. Das Dosenfutter muss weg hier. Jawohl, die können auch da rein. Der kann hier rein. Da haben wir schon mal 8 Stück. Und 3. Perfekt. Essen, da haben wir ein bisschen was. Haben wir das Sandwich nicht hier hingetan? Oder haben wir das in die Erste Hilfe getan? Wir haben es in die Erste Hilfe getan. Okay. Du sollst mir das Sandwich geben. Mann. Rein da. So, Waffen und Munition, bitteschön. Auto und Elektrik, bitteschön. Du kommst hier hin. Parts können die rein und der kann hier rein. So. Eigentlich müssen wir noch was essen. Der macht hier weiter. Wie viel Kohle haben wir denn? 400. Da muss ich noch was sammeln. Und warum sind die Stofffetzen hier drin, wenn ich fragen darf? Eieiei. Einmal mit Profis. So, gib mir die. 1000. Haben wir das? Wir haben noch einen Kommentar vom lieben Sascha. Der schreibt, hallo lieber Ede und alle Edenauten. War wie gewohnt eine Spitzenfolge. Danke für deine Zeit und Mühe. PS, das Rack, was du gebaut hast, ist für Werkzeuge. Guck mal, bei Deko das Symbol, das aussieht wie ein Sessel. Da müsstest du das Weapon Rack finden. Das sieht aus wie die Regale im Shotgun Messiah, wo zum Beispiel Waffen und Militärausrüstung hängen. Okay, beim Sessel hier müsste das sein. Dann lass mal gucken. Getränke, Kühler gibt's. Okay, Gras, Bürostuhl. Weil das wollten wir auch noch mounten, ne? Hölzerne Schilder braucht man nicht. Ein Heuballen. Hier, Gun Rack, ne? Machen wir mal eins, gucken wir mal. Das müsste es ja sein. Thick Flags, Waffenschrank, Weapon Rack. Gut, das ist das, was wir hatten. Breites Doppelbett können wir uns dann auch noch machen. Irgendwo hin, aber das baue ich jetzt nicht, weil bringt ja eh nichts. Ah, da ist es doch. Sehr gut. Sehr gut. Ich mit meinen Adleraugen hier. Kann ich das hier irgendwo hinhängen? Könnte ich hier hinhängen, ne? Wir hängen das mal. Sollen wir das hier hinhängen? Rob, gib mir mal die Kerze. Aber ich darf es nicht hier dranhängen, ne? Doch, so. So können wir das hinhängen. Entriegelt. Sehr gut. Und jetzt können wir die Knarren nehmen. Pass auf. Wo haben wir die hingetan? Habe ich die hier drin gelassen? Nee. Wo habe ich die hingetan? Wo habe ich die hingetan? Sag mir nicht, ich habe die irgendwo weggetan. Oder die sind hier drin noch. Du siehst sie nur nicht. Da sind sie. Guck. Sehr gut. So. Dann pack die hier rein. Rein da. So. Haha, guck mal. Da hängen sie, die Guten. Geil. So muss das sein. Voll die Ballermänner. Da können wir dann auch zum Beispiel... guck mal hier. Das benutzen wir nicht. Die benutzen wir nicht. Kann auch da hin. Können wir auch da reinhängen. Das ist ja cool. Gefällt mir. Snipergewehr, eine Magnum. So muss das sein. Sehr cool. So, wir haben Beton, wir haben Stahl, das ist super. Mach mal auf, wir müssen da hinten hin. Ne? Er läuft und läuft und läuft. So sieht's aus. Sehr schön. Rauf hier. Okay, haben wir schon ein bisschen daneben gehauen, ne?
Das wollten wir ja noch anders machen. Hier haben wir genug Kisten. Da ist sogar noch Loot. Nice. Jetzt müssen wir hier natürlich erstmal alles reparieren. Junge, dauert das. Dankeschön. Boah, wir sind hier. Bis da oben hin klatschen die uns eine. Das ist natürlich heavy. Aber muss gemacht werden. Tun wir hier noch ein bisschen aufräumen. Siehst du mal, haben wir das Weapon Rack auch schon gezeigt. Sehr geil, Sascha. Freut mich. So, da müssen wir wohl noch jede Menge Zeug sammeln. Oder ich würde sagen, wir machen erstmal hier die ersten drei Reihen, wo sie immer drauf rumhauen. Dass wir die haben. So. Sehr gut. Ist schon eine Menge, du. Ich glaube, Beton wird nicht mehr so richtig halten da. Dankeschön. Oben müssen wir dann natürlich auch noch ein bisschen was machen, ne? Aber das Wichtigste ist erstmal hier, dass das alles Stahl ist und mehr aushält als der Beton. Das ist das Wichtigste. Keine Lust, dass die sich hier durchhauen und dann bei uns da oben drin stehen, weil dann ist es finito. So. Haben wir das? Jawohl, jetzt können wir hier schon ein bisschen weitermachen noch. Immer in der Ecke, wo wir sind. Wie viel haben wir denn noch? 800 haben wir noch, okay. Ja, guck, hier ist schon ganz gut. Da ist sowieso nichts mehr. Da ist alles sauber. Praktisch nichts. Sogar noch ein Level up hier, ey. Nice. Dankeschön, jetzt haben wir das dicht. Jetzt können wir hier schon mal alles aufwerten. Das war jetzt natürlich ein Fehler, ne? Den wollten wir ja weghaben hier. 20.000. Ich mach den dann mal später weg, ja? Oh Mann. Jede wieder. Experte vom Herrn, ey. Ditte hier. Nur 20 haben wir jetzt noch. Ist nur ein bisschen, aber es sieht schon gut aus. Da ist schon mal alles Stahl. Das ist Bedrock. Der geht nicht kaputt. Da kannst du drauf schmeißen, was du willst. Das gefällt mir. Den wollte ich wegmachen. Da wollte ich eine Schräge hinmachen. Ne? Genau. Das heißt, aber ich hab eh keine Pflastersteine dabei, können wir nicht aufwerten. Bringt nichts, da jetzt was reinzumachen. So, und da mir auch nichts mehr einfällt, was wir jetzt noch machen könnten, auf die Schnelle, es ist schon wieder 16 Uhr, gleich ist es schon wieder dunkel, laufen wir jetzt noch zurück. Lass mal Revue passieren, wir haben das Technobike gebaut, wir haben ein Kit gebaut, wir haben das Weapon Rack gebaut, wir haben Ölschiefer gesammelt in der Wüste, wir haben jetzt unsere Horden Base da ein bisschen aufgewertet. Wir müssen hier noch schön machen, weil das einfach aussieht wie Sau. Bringt ja gar nichts hier, ne? Furchtbar. Da sind unsere Waffen. Sehr gut. Benzin läuft auch. Gefällt mir. Gucken wir hier nochmal rein. Ja, ist wieder voll. Also, entweder. Was heißt entweder? Das ist ein Bug. Kannst du mir erzählen, was du willst? Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist ein Bug. Weil ich kann wieder leer machen, ne? Jetzt passiert nichts. Ich lasse es mal komplett weg. Mal gucken, ob es jetzt immer noch voll wird. Wenn nichts drin steht. Testen wir das mal.
bis zur nächsten Folge. Ja. Deswegen würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.